Hier ist wieder Janan. Ja, heute möchte ich euch über meine Ernährungsform ein wenig was erzählen, was ich bei mir in den letzten Jahren geändert habe. Es gibt ja mehrere gesunde Ernährungstipps. Natürlich sind auch im Moment viele Sachen im Trend, wie vegane Ernährung, vegetarische oder auch Paleo, also nur mit Fleisch und Gemüse, glutenfrei und so weiter. Ich finde, in allen Ernährungsformen ist etwas Gesundes dabei. Ich bin der Meinung, man sollte so ein bisschen von allem etwas machen, eine bestimmte Form sich auswählen. Und ich habe mich in den letzten Monaten auf eine bestimmte Art und Weise ernährt, die mir sehr gut getan hat. Das wollte ich einfach auch mit euch teilen. Die Ernährung habe ich jetzt so umgestellt, dass ich der Meinung bin, so ist es am gesündesten, weil es am natürlichsten ist. Ich muss euch zum Beispiel erzählen, ich bin in der Türkei aufgewachsen, zum Teil in Deutschland. In meiner Grundschulzeit haben wir in einer kleinen Stadt gelebt, das war wie ein Dorf eigentlich. Und da muss ich sagen, war ich am gesündesten. Ja, ich kann mich an die Tage noch erinnern als Kind. Ich habe keinen Tag in der Schule gefehlt. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, sehe ich ja an meinen Kindern. Die fehlen so oft in der Schule. Und meine Theorie ist auch, dass es sehr viel auch an der Ernährung gelegen hat. Und zwar, weil ich mich in dieser Phase sehr natürlich ernährt habe, so wie es eigentlich vielleicht der menschliche Körper braucht. Und deshalb bin ich dadurch bin ich auf meine Ernährungsmethode gekommen, die ich jetzt heute mit euch teilen möchte. Wie habe ich mich als Kind in der Türkei ernährt? Wir fangen erstmal beim Fleisch an. Wir haben Fleisch gegessen, aber sehr wenig. Ja, und Fleisch gab es eigentlich, auch rotes Fleisch gab es einmal in der Woche. Genau, einmal im Monat gab es auch Fisch, mehr nicht. Ja, Fisch war auch Luxus. Dann war ja auch so, ein Huhn wurde geschlachtet. In der ganzen Familie wurde verteilt und ich habe meistens einen Flügel abbekommen. Das heißt, ich habe mich eigentlich wahrscheinlich von anderen Sachen mehr ernährt. Also wir hatten ja einen Garten und dann hatten wir auch in der Nähe also alles, was so wild wuchs. Ja? Wir haben uns von Beeren, aber auch von einigen Blättern, die lecker geschmeckt haben, ernährt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt, isst man in der Türkei auch sehr gerne diese Weinblätter. Und als Kind haben wir diese Weinblätter, wenn also Wein, gerade so im Frühling Weinblätter rauskommen, wenn die noch so klein sind und frisch sind, dann schmecken die richtig so säuerlich. Und das haben wir als Kind richtig also geliebt. Ja? Und die haben wir dann immer gesammelt, also so von den Nachbarn, die so Wein angebaut haben und so weiter. In jedem Garten gab es ja auch damals Wein. Und dann haben wir eigentlich sehr viel von diesen Blättern gegessen und auch die Stängel. Also die Stängel, wenn die so frisch, diese kleinen Blätter sind, die Stängel schmecken auch wirklich super. Ne? Also das ist zum Beispiel das, was ich im Frühling sehr gerne gegessen habe. Ja, und dann haben wir auch zum Beispiel im Sommer oder im Herbst sehr viele Beeren gesammelt. Die wuchsen da sehr wild. Und wir haben auch, was wir als Kinder sehr gerne gemacht haben, wir haben sehr viele Obstsorten und Beeren haben wir geklaut von den Nachbarn. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Also das waren, glaube ich, die Hauptgründe, warum ich so gesund war. Also ich habe einfach aus der Natur gegessen sehr viel. Ja? Ich kann mich erinnern, dass mittags zum Beispiel ich nach Hause kam, Kühlschrank aufgemacht habe. Oh, Kühlschrank, fast nichts drin gewesen. Also bin ich zum Beispiel in den Garten und habe geguckt, was es da zu essen gab. Aber was es immer gab, war Brot. Also Brot war da. Und dann habe ich zum Beispiel auch auf das Brot das Grünzeug, was ich im Garten gesammelt habe, also grüne Petersilie oder grüne Zwiebeln, also frische Zwiebeln und so weiter, habe ich Butter auf das Brot gemacht und dann habe ich das Grünzeug draufgepackt und so gegessen. Das habe ich geliebt einfach. Oder vielleicht mit Schafskäse. Einfach so, ja. Und abends wurde dann also richtig gekocht, warm gekocht. Dann haben wir meistens abends warm gegessen. Aber was nie gefehlt hat beim Essen in der Türkei, war eigentlich Rohkost. Diese Ernährungsform zum Beispiel fehlt, finde ich, in Deutschland. Ich habe mich selber in Deutschland nicht mehr so ernährt und deshalb wurde ich in Deutschland auch zum Beispiel mit 12 und 13 ein bisschen krank. Ich hatte Schilddrüsenunterfunktion auf einmal und dann wurde Blut gemessen, weil ich immer so müde war. Hatte ich Eisenmangel. Und dann ging das immer so weiter, dann hat sich eine Allergie bei mir entwickelt, Heuschnupfen, Lebensmittelallergien und so weiter. So, wie sieht jetzt meine Ernährung heute aus? Und zwar habe ich einiges umgestellt und ich fühle mich viel, viel gesünder. Ich habe sogar geschafft, dass ich bei mir die Allergie fast wegbekommen habe. Ich hatte Heuschnupfen und auch diese Kreuzallergie mit Nuss und Apfel und so weiter. Das ist jetzt viel weniger geworden.
Und ich habe auch geschafft, dass ich hatte so ein bisschen in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, so chronische Kopfschmerzen entwickelt. Und weil ich ja auch sehr viel arbeite, also im Beruf und Familie und auch YouTube sehr beschäftigt bin, hatte ich durch diesen Stress fast eigentlich jeden Tag Kopfschmerzen. Und ja, das ist jetzt auch weg. Und ja, da wollte ich euch mal jetzt aufklären, wie ich das bei mir geschafft habe. Ja. Aber und zwar, die erste wichtige Regel bei dieser Methode ist immer Rohkost. Das heißt also zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen immer Rohkost essen. Ja, ich bin keine Rohköstlerin, was ja jetzt total auch ein bisschen Trend ist. Normalerweise Rohkosternährung heißt ja auf alles andere verzichten, nur mit Rohkost ernähren. Also ich bin kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen, weil ich der Meinung bin, zum Beispiel gerade abends verträgt man einige Rohkostsachen nicht. Dann sollte man auch vielleicht eine Suppe oder was Warmes essen oder einige Gemüsesorten, so wie Karotte zum Beispiel, ist auch sehr gesund, wenn man das ein bisschen kocht oder blanchiert. Ja, und deshalb bin ich nicht dieser Meinung, dass man also nur in der Richtung Rohkost, aber ich bin der Meinung, dass wir in unserer Ernährung sehr viel Rohkost essen sollten. Es ist so, dass es zum Frühstück Brot oder Müsli gibt meistens, aber immer zum Frühstück eine große Schale Rohkost. Das heißt also, ich schnibbele dann Tomaten, Gurken, aber nicht nur dieses, was man so kennt, sondern ich mache auch sehr viel zum Beispiel Grünzeug aus dem Garten, ja, oder aus meiner Terrasse, die ich angebaut habe. Und zwar zum Beispiel, was auch natürlich wächst, was ihr bestimmt kennt, aber nicht esst, ist zum Beispiel Brennessel. ich werde das in einem anderen Video mal zeigen, wie ich das esse. Brennessel ist sehr gesund, ist nur ein bisschen bitter, aber da gibt es ganz tolle Rezepte, wie man mit Brennesseln einige Rezepte macht und wirklich sehr viel Eisen, Chlorophyll und so weiter bekommt durch Brennessel. So, und dann essen wir auch sehr viel Petersilie. Ja, also diese Glattpetersilie, sehr viel Dill, ja, also Kräuter essen wir sehr viel. So, zum Mittagessen mache ich meistens zum Beispiel einen Salat, aber es soll ja auch satt machen. Entweder bin ich ja auf der Arbeit oder wenn ich zu Hause mit YouTube beschäftigt bin oder mit meiner Webseite, muss ich auch einmal essen und nicht wieder Hunger haben. Da ist meine These, entweder mache ich einen Salat mit sehr vielen Nüssen. Ja, also sehr viel Salat, große Schale Salat für eine Portion und dann auch wirklich Walnüsse, ja, Kerne, ganz viele, also auch mit Sonnenblumenkernen und so weiter. Die haben nochmal extra Mineralien und Vitamine und machen auch satt. Oder ganz oft mache ich zum Beispiel mit feinem Bulgur oder auch Couscous. Ja, Quinoa und so weiter. Also diese Rezepte werde ich auch im Laufe ja, der Wochen mit euch teilen, diese gesunden Rezepte. Also bei diesem Bulgursalat zum Beispiel, was ich sehr oft mache, mindestens einmal die Woche, finde ich es ganz toll, dass man eigentlich fast mit jedem Gemüse verbinden kann und alles, was man im Kühlschrank hat, jedes Gemüse kann man da verwerten und es schmeckt trotzdem alles super. Ihr könnt es marinieren mit Zitronensaft, ihr könnt es marinieren mit Granatapfelsirup, was sehr gut passt dazu und dann Salz und Öl. Also Olivenöl müsst ihr ein bisschen aufpassen, sonst wird Bulgur ein bisschen zu bitter. Aber sonst, solche Rezepte kann man machen und das geht ganz schnell. Das Besondere an diesen Rezepten ist, die machen satt, sind super gesund, sehr viel Rohkostanteil und ihr könnt auch sehr viel aus dem Garten, aus dem Balkon, was selbst angepflanzt ist, auch benutzen, was nochmal extra Vitamine und Mineralien gibt natürlich. So, ich zeige euch mal, was ich bei mir auf der Terrasse angebaut habe. Und zwar habe ich mein Mann hat so ein künstliches Hochbeet gebaut und nimmt nicht viel Platz weg, einfach mit diesem Holz hier, mit diesem billigen Holz aus dem Baumarkt. Und da habe ich jetzt Salate und so weiter alles angebaut. Genau, und hier habe ich in der Mitte Sauerampfer. Das war ganz klein, so klein und ist innerhalb von 2 Wochen so groß geworden, dass wir noch mehr wachsen. Und die Salate werden auch noch mehr wachsen. Und ich mache das meistens so, dass ich immer so jeweils ein Blatt, wenn ich brauche vom Salat, das ist so Pflücksalat, empfehle ich euch wirklich auch, wenn ihr ganz schnell was anbauen wollt, wovon ihr am meisten was habt, das ist Pflücksalat. Also da kann man immer von außen pflücken und das wächst immer nach und das ist super frisch. Ja, und ich kaufe jetzt so ab Mai eigentlich überhaupt keine Salate mehr bis Oktober. Ne? Ich pflanze die immer selber ein und dann, genau. Und was ich immer benutze, ist nicht nur Blattsalat, weil im Blattsalat gibt es nicht so diese Vitamine, die es zum Beispiel in einigen anderen grünen Sachen gibt.
zum Beispiel hat so ein Sauerampfer, was eigentlich natürlich auch in Deutschland wächst, hat mehr Vitamine als so ein Blattsalat, ne? Und deshalb unbedingt auch sowas anbauen. Das ist sauer, schmeckt auch im Salat wunderbar und hat sehr viel Chlorophyll, sehr viel Vitamine und so weiter, ja? So, da seht ihr gerade meine Frühlingszwiebeln, ne? Da habe ich also diese Stückzwiebeln einfach in den Boden reingemacht, ne? In die Erde hier, und es wächst, kommt, und das, ihr seht, ich habe schon so viel gepflückt und es wächst immer weiter, und ich mache immer so oben ab, damit das noch weiter wächst, also nicht mit der Wurzel raus. So, hier habe ich auch wieder, das muss noch ein bisschen, genau, wachsen, da mache ich auch ab, brauche ich gerade so für den Salat, mehr brauche ich nicht, das reicht mir. Und ich habe noch im Garten, habe ich auch noch so ein Hochbeet, kann ich euch mal später zeigen, da habe ich auch ganz viele Zwiebeln. So, und das ist besser als Bio, weil es frisch gepflückt ist. So, ihr kennt ja einige Rezepte von mir, die könnt ihr sehr gerne anwenden. Ich passe jetzt nur auf, dass ich nicht zu viel Fleisch in der Woche mache. Maximal gibt es zweimal Fleisch oder einmal Fleisch, einmal Fisch. Und sonst gibt es wirklich eigentlich 70% Gemüse. Aber ich mache das nicht so, dass ich immer reines Gemüse, also rein vegetarisch koche, sondern auch sehr oft mit gehacktem. Also ich mache auch sehr viel Hackfleisch in Gemüsegerichte, davon gibt es auf meinem Kanal auch einige, könnt ihr euch gerne auch angucken. Einige werde ich auch unten verlinken für euch. Sehr oft dabei ist auch manchmal Ei, also ich mache auch sehr praktische Gerichte mit Ei und so weiter. Da gibt es auch einige Rezepte von mir, die ich euch unten verlinken kann. Genau, aber worauf ich überhaupt nicht verzichte, ist dann noch ein Salat. Also bei Rohkost, beim Salat, achte ich nur darauf, dass ich bestimmte Gemüsesorten nicht verwende abends, weil man die nicht verdauen kann, nicht so gut verdauen kann abends. Das sind zum Beispiel, also einige davon sind zum Beispiel Karotten. Wir haben auch gemerkt, dass wir sehr viel Paprika, also auch roh, nicht so gut vertragen. Oder auch zum Beispiel Rotkohl und so weiter. Also da versuche ich, diese Salate nicht abends zu machen, sondern eher mittags. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel also bestimmte Gemüsesorten oder auch Kräuter und so weiter, die wir abends sehr gut vertragen. Also was wir auch sehr gerne abends als Rohkost essen, ist zum Beispiel Tzatziki oder Jajuk. Also Tzatziki ist noch ein bisschen anders als Jajuk bei uns. Jajuk wird flüssiger gemacht. Das ist genau fast das gleiche Rezept, nur ein bisschen flüssiger. Man isst das bei uns mit Löffel, also wie so eine kalte Suppe. Und das essen wir zum Beispiel sehr gerne im Sommer, wenn es wärmer ist, auch abends oder auch mittags. Also das kann man eigentlich immer essen. Was sehr gut ist abends, ist halt der Joghurtinhalt, weil Joghurt macht auch ein bisschen müde und man kann danach sehr gut schlafen, haben wir gemerkt. Und ist auch für die Verdauung sehr gut. Ja, also abgekürzt kann man sagen, ich habe jetzt wirklich diese Ernährung so umgestellt und bei uns seit 6 Monaten etwa, und wir fühlen uns wirklich dadurch alle gesünder. Ich habe meine Allergie dadurch fast geheilt, muss ich sagen. Ich war vorher wegen meiner Allergie bei vielen Ärzten und die haben gesagt, da kann man nichts machen, da kann man nur diese Anti-Allergiker nehmen, und ich habe mich dadurch aber durch diese Allergiker, Anti-Allergiker immer mehr ja, kränker gefühlt, und meine Allergie wurde immer länger und länger, und seitdem ich diese Methode habe, wird es kürzer. Aber ich muss noch eine wichtige Sache sagen, was man durch die Ernährung nicht hinbekommt und was wir auch nochmal umgeändert haben bei uns, ist Vitamin D. Ja? Das empfehle ich auch jedem, also das habe ich auch vielen Nachbarn, meinen Freunden empfohlen, und die haben das jetzt alle nachgemacht und die haben bei sich auch gemerkt, also durch Vitamin D-Gehalt wird man auch wirklich gesünder. So, das war es eigentlich, was ich heute euch mitteilen wollte. Ich hoffe, so ein bisschen die Erfahrung aus meiner Kindheit und meiner Ernährungsform, die Information, hat euch ein bisschen gefallen und hat euch vielleicht auch eine bestimmte Richtung gegeben. So, und ich bin jetzt am Ende meines Videos und verabschiede mich erstmal für heute und mal sehen, was als nächstes kommt. Entweder ein Rezept oder vielleicht wieder ein Infovideo. Dann bis bald. Tschüss! Thank you.